Die letzte Episode endete dramatisch, Amicia schwebt in Lebensgefahr. Können ihr Sophia oder Hugo helfen? Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen, also legen wir direkt los. Viel Spaß! Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Oh, Amicia! Nein, nein! Ich mach dich fertig! Lass sie in Ruhe! Bitte, nimm ihn runter. Geht's dir gut? Danke. Verdammt. Amicia. Hugo, es ist vorbei. Ich konnte nichts tun. Schon gut, du hast das Richtige getan. Uns machen lassen. Wir müssen weiter. Komm. Wie geht's dir, Sophia? Ich hatte mir versprochen, das nie mehr zu tun. Tut mir leid, aber ich bin froh darüber. Ja, gut. Versuch einfach am Leben zu bleiben. Mach ich. Gehen wir weiter. Und? Schon alle überprüft? Fast. Du hattest recht. Einer lebte noch. Lass uns gehen, ich will nicht wie Dias enden. Und warum ist das Gitter noch nicht oben? Hey, öffnet das verdammte Tor! Ich werde gehen, ihr könnt euch im Karren verstecken. Aber was ist mit dir? Mann, was macht er denn? Unglaublich! Der kriegt einen Arschtritt! Ah, das wurde aber auch Zeit! Sophia, siehst du einen Ausweg? Mit den ganzen Viechern? Nein. Naja, vielleicht. Aber das wäre... Ah, vergiss es. Entweder es klappt, oder ich bin tot. Ich kann nicht fassen, dass ich das mache. Das Ding ist unglaublich. Ja, mein größter Schatz. Ich war mir nicht sicher, ob es genug Licht aus dem Feuer bündeln würde. Kommt runter. Ja. Gut, dass du wieder da bist. Ja. Danke. Ich gab dir mein Wort. Ich kann uns drei damit schützen. Wir sind da. Alle hergehört! Haltet eure Stellung und achtet auf die Gräben! Milo, du kannst loslegen! Sie sind auch hier. Vorsichtig! Haltet die Ratten so lange wie möglich von der Kapelle fern! Verstanden! Direkt hinter diesem Fallgitter. Ich will nicht gestört werden. Das geht nur den Sohn und mich was an. Dann mal los. Amicia, Milo ist direkt hinter dieser Mauer. Ich weiß. Wollte nur, dass du bereit bist. Nicht wirklich, aber gehen wir. Zurück. Wir sind zu nah dran.
Was, wenn nichts in der Kapelle ist? Versprich mir, dass wir zurück zu Mama und Lukas gehen. Ich... Ja, versprochen. Na gut. Klingt vernünftig. Was ist hier passiert? Warum sind wir rein? Gut, wir müssen die Kapelle schnell erreichen. Schon dabei. Er ist tot. Ja, wir sind da. Ich hab Angst. Zusammen schaffen wir es. Vorsicht, es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Nein, ich wusste es. Wie barbarisch. Geschlachtet. Wie Tiere. Warum? Sie glauben, das Blut wird den Sohn dazu bringen, sie zu mögen. Er würde sie dafür umbringen. Seht mal an der Tür, das Ordenssymbol. Gehen wir in die Kapelle und verschwinden dann. Endlich. Oh, das ist der Sohn. Es gibt so viele davon. Die sind ziemlich neu. Wer war das? Milo? Dieses Gemälde. Das sind der Träger und seine Beschützerin. Sie kommt nur auf diesem hier vor. Ja, und? Wurde diese Kapelle ihr gewidmet? Der Beschützerin. Elia war bloß eine Lückenfüllerin. Das war ihre Funktion innerhalb des Ordens. Sie wollten sie bestrafen. Sehen wir unten nach. Wo zum Teufel ist Milo? Weiß ich nicht. Elia ist wichtiger. Eine Gruft? Da ist nichts. Bist du sicher? Unum tueri omnes tuendo. Beschütze einen, beschütze alle. Das ist von der Beschützerin. Der Orden hat sie hier eingesperrt. Eine schöne Dynastie von Schwachköpfen ist das. Bitte pass auf. Vielleicht ist da eine Spinne drin. Da ist dieses Ding. Schon wieder. Sie ist wütend. Sorgt sich um den Träger. Er ist so jung. Sie will ihn zurück und sie weiß, wohin sie ihn gebracht haben. Das Heiligtum. Der Palast. Die Festung. Die Karte. Dorthin brachten sie ihn. Warte. So leicht ist das? Hier so einfach unter der Karte? So einfach. Ihr Vermächtnis ist das. Für die nächste Beschützerin. Sicher. Das ergibt Sinn. Wie auch immer. Ein weiterer Tag in deinem Leben. Gehen wir zurück zur Karte. Wir wissen immer noch nicht, wo Milo ist. Naja, sein Werk schien ohnehin vollendet zu sein. Du hast meinen Ruf erwidert. Hat dir mein Opfer gefallen? Ich kann dir helfen, ja. Ich habe Männer, Sklaven. Du hast sie aber getötet. Für dich? Die Gräfin, sie bezeichnet sich als Mutter, aber du brauchst keine Mutter. Du brauchst Diener. Sag mir nicht, was ich brauche!
Du bist die vom Gemälde. Nein! Sie. Sag nichts. Sie haben Milo getötet! Natal, sie kommen! Versteckt euch! Pass auf Hugo auf! Du hältst uns jetzt nicht auf! Los! Siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht! Lass uns gehen! Wir können es beenden! Sie hören dir nicht zu! Sie sind zu dumm! Hört auf, verdammt! Beruhige dich! Einer war das deine Schwester! Nicht durch. Ich muss es schnell beenden. Es sind so viele, lass mich helfen. Nein, schließ deine Augen und halt dir die Ohren zu, ja? Ich kann sie alle töten. Die da! Räume. Amicia, die Zeit drängt. Es ist zu gefährlich, Amicia. Lass mich kämpfen. Hugo, ich warne dich. Hör auf damit. Du sagst mir gar nichts. Sie ist meine Schwester. Oh, Hugo, hör auf, Sophia. Es kommen immer mehr. Ich kann sie aufhalten, Amicia. Du machst gar nichts, Kleiner. Ich beende das, Hugo. Verstanden? Ich muss, kostet es, was es wolle. Sie wird bald müde. Tötet sie. Recht, Milo. Sollte mir helfen. Aber ich bin noch krank. Es ist sogar noch schlimmer. Hugo, sieh mich an. Hugo, sieh mich an. Sophia. Wieso die Tränen? Weil du sicher gehen wirst. Meinetwegen. Ganz ruhig. Jetzt hör mir mal zu. Ihr beide seid wirklich einzigartig. Und aus irgendeinem dummen Grund kann ich euch gut leiden. Und das, obwohl euer Leben gerade echt scheiße ist, oder? Macht mir aber nichts. Auch die seltsamsten Dinge geschehen aus irgendeinem Grund. Seefahrergeschichten sind voll davon. Und jetzt? Solltest du dich endlich beruhigen und auf die Erwachsenen hören? Klar? Und du bist keine verfluchte Armee. Er sieht zu dir auf, ja? Und wenn dein Todestrieb seiner wird, dann passiert das hier. Und das wird wirklich Folgen haben. Also, wirst du bleiben? Sag es nicht so laut. Dankeschön.
Ihr könntet mich eigentlich ablösen. Sie sind überall. Amicia, die vielen Menschen. Es ist meine Schuld. Ist es nicht. Wir alle wissen, was passiert ist. Nur keine Sorge. Gehen wir zur Karte. Deswegen bist du hier. Das ist alles bald vorbei, Hugo. Die Ratten wollen das nicht. Sie sind glücklich so. Die verdammten Ratten können zur Hölle fahren. Sie werden sich wehren. Das sind dumme Tiere, Hugo. Wir sind drei starke und schlaue Menschen. Ich weiß nicht. Kommt nicht zu nah! Wir werden euch helfen! Nein! Nein! Lasst sie! Bitte! Meine Güte! Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei! Weg hier! Kommt! Bald geschafft. Die Karte. Der Träger. Er ist der Schlüssel. Aber das ist alles so alt. Er ist schon lange tot. Etwas wird übrig sein. Etwas, das dich retten wird. Ist egal, was mit mir ist. Sag sowas nicht. Du bist alles. Hey, wie wär's, wenn ihr beide aufhört, euch selbst zu quälen? Das ist die Hölle, ja, aber wir haben eine Spur. Also reißen wir uns zusammen. Sie hat recht, Hugo. Uns bleibt keine Wahl. Ich weiß. Es gibt bestimmt Überlebende. Der Palast ist wie eine Festung. Stimmt. Es ist die Pflicht des Grafen, seinem Volk Schutz zu gewähren. Ja. Er ist ein Ritter. Wir sind da. Endlich. Unfassbar. Es war genau vor unserer Nase. Und Basilius? Wo bist du? Wo versteckt man den wertvollsten Schatz? Unter der Erde. Ja, er muss da unten liegen. Die Karte könnte der Eingang sein. Machen wir sie kaputt? Ich schätze schon. Geh bitte zurück, ja? Bereit? Bereit. Das war so befreiend. Arme Karte. Ja, das ist wirklich schade, denn sie war sehr alt. Ja. Komm. Ein Durchgang. Er wurde versiegelt. Versiegelt gegen was? Sehen wir nach. Das ist es. Kommt! Es ist zu dunkel. Die Dunkelheit fürchtet sich auch vor dir. Etwas Licht, und sie ist weg. Komm, wir finden das Licht. Seht nur, der führt irgendwo hin. Wir sind da. Ich spür's. Hier war schon lang niemand mehr. Lass mich nicht los. Nein, keine Sorge. Es wird dunkler. Ich mache Licht. Ja, bitte. Halt, da passiert irgendwas. Oh, bitte nicht. Was zur Hölle? Seht nur, wie groß dieser Ort ist.
Was ist das? Eine Art Tempel? Sieht ganz so aus, ja. Da, auf dem Boden. Wieder das Symbol des Ordens? Ja, hier sind wir richtig. Basilius ist hier. Irgendwo. Seht euch die Tür an. Meine Güte. Was ist hier passiert? Brandflecken. Hier ist etwas explodiert. War das ein Unfall? Ich glaube, das wurde absichtlich gesprengt. Ja, jemand wollte da unbedingt rein. Gehen wir weiter. Hier war noch eine Explosion. Das Tor ist zerstört. Das war bestimmt sie, Elia. Sie entkam aus der Kapelle. Sie hat all das zerstört? Sie wollte Basilius zurückholen und hat sich den Weg freigekämpft. Wir sind ihr auf der Spur. Da ist eine Lücke. Gehen wir mal durch. Wir gehen wirklich hier durch? Keine Angst, das hat Jahrhunderte gehalten. Noch tiefer. Hoffentlich kommen wir ihr hier auf die Spur. Werden wir sehen. Hier geht's runter. Alles klar. Ein Erdrutsch. Sie hat hier ja alles komplett auf den Kopf gestellt. Sie hatte Angst um Basilius. Aus gutem Grund. Die glimmt. Hey, diese Tanks. Sie enthielten griechisches Feuer. Ist das nicht eine Waffe? Nicht zwingend. Sie haben damit wohl das Licht am Leben gehalten. Eins ist noch versiegelt. Meinst du, es könnte explodieren? In so einem Tank? Sicher. Versuchen wir es an der Tür. Wirklich? Diese Mauern haben lang genug gehalten. Aber... Weißt du, ich habe schon so einiges in die Luft gejagt. Und los. Entdeckung. Amicia, du übernimmst die Zündung. Sind wir weit genug weg? Ja, einfach den Kopf unten lassen. Siehst du? Sie halten. Los, alles wird gut. Oh, noch ein Tank? Meine Ohren! Verdammt! Geht's euch gut? Schätze schon. Der Weg ist frei. Gehen wir. Menschen. Wahrscheinlich die Ordenswache. Wir haben Elias Spur wiedergefunden. Sie machte keine Gefangenen. Sie haben sie dazu getrieben. Sie kam wohl hier vorbei. Da. Der Wagen ist auch mit griechischem Feuer ausgestattet. Oh. Das sieht gefährlich aus. Sie öffnet das Fallgitter. Der Wagen rollt gleich los. Na dann. Und los geht's. Ist offen, glaube ich. Weißt du, langsam sehe ich sie in dir, Elia. Weil ich genauso verzweifelt bin? Weil du nicht aufgibst. Ja. Wir sollten nicht hier sein. Tja, sind wir aber. Nein! Ah, wir brauchen Feuer! Amicia, schnell! Ich wusste es! Dieser Ort ist böse! Moment! Diese Feuer, die Schienen! Sie bauten das alles, um sie in Schach zu halten! Was? Ja, machen wir den Weg frei! Wenn du meinst... Diese Feuerbecken hier können bewegt werden. Auf Schienen und mit griechischem Feuer. Geschickt. Der Orden kennt sich mit Ratten aus. Also dann, wie geht's dir, Hugo? Ich hab Angst. Verständlich, aber alles wird gut. Ah.
Die Gleise kreuzen sich. Ändern wir die Richtung. Wir sind sicher, solange wir die Feuer haben. Ja. Jetzt ergibt das griechische Feuer Sinn. Oh, die Brücke ist genau dahinter. Hey, Hugo, weißt du eigentlich, wie oft die Ratten versucht haben, uns zu kriegen? Ja, oft. Und wir haben sie immer überlistet, weil sie sich nämlich nicht umeinander kümmern. Wir aber. So, weiter geht es nicht. Das andere Gleis dort führt zur Brücke. Also, was machen wir mit dem verdammten Wrack? Ich seh mal nach. So, kein Karren mehr. Jetzt müssen wir nur aufs andere Gleis. Ich will endlich sehen, was hinter der Brücke ist. Bist du sicher, dass der Träger die Antwort ist, die du suchst? Wie könnte er es nicht sein? Elia hat uns hergeführt. Alles führt hierher. Hier gibt's bloß einen Haufen Leichen. Sie sind unsere einzige Spur zur Wahrheit. Ich will die Wahrheit nicht wissen. Wie geht's dir, Hugo? Ich fühle mich komisch. Komisch? Los, Hugo. Wir sind fast da. Bist du dir sicher? Dieser Ort ist einfach... Ja, ich bin mir sicher. Dieser Träger ist der Grund für Hugos Traum von der Insel. Außerdem haben wir keine andere Wahl. Na gut, das war... Vergiss es. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen das tun. Ja, werd nicht wütend. Bin ich nicht. Nur traurig. Bitte nicht. Wir sind da. Geschafft. Endlich. Gut gemacht. Ja, gehen wir weiter. Mehr Ordenswachen. Unfassbar, dass sie allein mit ihnen fertig wurde. Das Mädel konnte wohl mächtig gut kämpfen. Sie war entschlossen. Er bedeutete ihr alles. Etwas Schlechtes geschah mit ihm. Sie wusste es. Weißt du, was es war? Ich fühle mich düster. Wie in meinem Traum. Als ich gestorben bin. Ich hoffe, sie hat es geschafft. Bitte, gib uns irgendwas. Amicia, Sophia und Hugo dringen immer tiefer in die unterirdische Tempelanlage ein. Hugo ist davon alles andere als begeistert. Doch Amicia ist sich sicher, dort unten Antworten zu finden. Hoffen wir, dass sie recht hat. Ich hoffe, euch hat die heutige Episode gefallen. Wenn, dann lasst gerne ein Abo oder Like da. Und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Otto Normalo.